Hallo, ich mache heute ein quasi Unboxing-Video auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe nämlich eine Box bekommen. Keine Glossy-Box, keine Douglas-Box oder sonst irgendeine Beauty-Box. Und zwar eine Tee-Box. Ich weiß nicht, ob ihr schon bei anderen YouTubern das gesehen habt. Ich habe bis jetzt zwei Videos gesehen. Einmal bei Keulchen 14 und einmal bei Cossis Welt. Die haben beide auch so eine Box bekommen. Und ich wurde auch angeschrieben und angefragt, ob ich gerne die Box mal testen möchte. Und ja, Tee kann man ja immer gut trinken. Ich bin gerade jetzt so im Winter neben Kaffee. Kaffee ist ja mein braunes Elixier. Ohne Kaffee kann ich überhaupt nicht leben. Wenn die irgendwann mal eine Kaffeebox rausbringen, ich bin der erste Abnehmer tonnenweise, weil Kaffeebox. Aber Teebox ist auch eine ganz coole Sache, weil es gibt ja nicht alle Leute, die halt Kaffee mögen, sondern auch viele Teetrinker. Und da ist das eine ganz, ganz coole Alternative. Ja, also hier haben wir jetzt die Box. Die ist schwarz, aus so einem schwarzen Wellpapp-Ding. Ich glaube, das hat Keulchen auch gemacht, oder? ja, also wie gesagt, das ist die Kappa-Box. Cup von Tasse und ja, Kappa-Box. Ich habe die schon kurz mal aufgemacht, weil ich so neugierig war, wonach das so riecht, aber ich habe noch nicht weiter näher drauf, ich bin noch nicht weiter näher drauf eingegangen, weil ich das dann mit euch zusammen machen wollte. Genau, man macht die auf und als erstes, was man dann halt sieht, ist halt Papier, so wie bei der Douglas-Box oder Glossy-Box. Dann liegt obendrauf ein Teefilter. Sehr, sehr cool, weil die Teesorten sind alle lose. Ist auch am gesündesten. Von daher ist es ganz cool, dass halt so ein Teefilter-Tee-Ei dabei ist. Da macht man halt das lose Pulver rein, hängt das in die Tasse, lässt so lange drin, wie die Einwegzeit auf dem Beutel draufsteht und dann nimmt man halt ganz normal raus. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich verbasel unsere Teedinger immer, deswegen coole Sache. Die Infos zum Abo und dies und das lese ich gleich vor. Ich habe mir das aufgeschrieben oder wie gesagt, ich habe die Sachen auf dem Handy und dann komme ich da gleich nochmal drauf ein. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zur Box zurück. Ja, wie gesagt, Teefilter, sehr, sehr cool. Dann ist hier ein Zettelchen mit ein paar Infos, die Menge und dann die Wassertemperatur. Weil jede Teesorte hat oft eine andere Wassertemperatur. Und ja, steht halt drauf, Kappa-Box. Dann haben wir die drei Teesorten. Das wären die drei Teesorten. Bei mir sind drin Limette Erdbeer. Klingt schon mal sehr cool. Den kann ich mir auch gut kalt vorstellen. Wenn man den aufbrüht und dann im Kühlschrank irgendwie erkalten lässt mit Eiswürfeln oder so. Und ja. Natürlich aromatisierte Früchte-Tee-Mischung. Apfelstücke, Hagebuttenschalen, Titroschalen, Erdbeerstücke. Oh, wie lecker. Oh, lecker. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Gerade jetzt so, wie gesagt, wenn man was zu trinken haben möchte, aber nicht so auf heiße Sachen steht. Und da sind richtig dicke Stücke drin. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Keine Ahnung. Oh, der riecht richtig lecker. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also enthalten sind in dem Beutelchen immer 30 Gramm. Waren das 30? Ja, 30 Gramm. Und dann ist vorne noch, ich muss ihn mal wieder zumachen, und dann ist vorne immer noch unten beschrieben, wie lange die Ziehzeit ist und wie viel, also die Menge, die man an Tee benutzt für eine Tasse. So, das wäre der erste. Der zweite wäre Traumtänzer. Aromatisierter Grüntee, Früchtemischung. Grüner Tee, weißer Tee, Pfirsichstücke. Ja. Auch sehr cool. Also ich mag gerne Grüntee. Und weißen Tee auch. Und bin ich mal gespannt, wie der riecht. Also am intensivsten auch aus der Packung heraus hat man den. Oh, Pfirsich. Ich liebe Pfirsich. Oh, ich könnte da so meine Rüssel jetzt drinnen lassen. Lecker. Auch wieder so mit Stückchen und halt dieser grüne Tee.
Lecker, lecker, lecker. Den kann ich mir aber auch gut vorstellen, kalt zu trinken. Grüntee. Doch. So, hier steht auch wieder dann die Ziehzeit und halt wie viel man davon benutzt. Und der letzte Tee ist ein Schwarztee. Nilgiri Fop Havukal heißt der. Keine Ahnung, wofür das jetzt so ist, aber es ist ein Schwarztee. Schwarztee ist auch noch immer gut. Ich trinke gerne Schwarztee mit Milch und Candies. Ja. Brauche ich nicht dran riechen, weil Schwarztee riecht eigentlich wirklich. So, das wären die drei Teesorten. Jetzt komme ich mal. Warte, pack kurz ein. Dass das alles hier seine Ordnung hat. So. Jetzt komme ich mal zu den wesentlichen Sachen. Also, es ist halt eine Abo-Box, die man halt monatlich kündigen kann. Man bekommt am Ende des Monats halt drei lose Teesorten, inklusive irgendwie einem Goodie, was immer irgendwie wechselt. Wie jetzt zum Beispiel hier das Tee-Ei, das kann aber immer variieren, was es dann halt, was dort mit drin ist. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine von den Teesorten besonders gerne mag, so wie zum Beispiel dieses Erdbeer-Limette, sagt man, oh, das war so lecker, möchte ich wieder, dann gibt man das einfach Bescheid und dann kommt das dann in die nächste Box einfach mit dazu. Ich bin erkältet. So, genau. Kostenpunkt ist pro Monat 9,99 €, wird dann normal mit DHL versendet, wie, ich glaube, die anderen Boxen auch. Ja. Ist, wie gesagt, monatlich kündbar, wenn man jetzt nicht möchte, oder man kann auch, glaube ich, pausieren. Das war, glaube ich, auch noch. Und ja, das wären halt so die wichtigen Sachen. Wie gesagt, also man kann halt Teesorten aussuchen. Und wenn einem eine Teesorte besonders gut schmeckt, dann kann man das halt sagen, dass sie dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein soll. 9,99 € pro Monat. Und ja, ihr könnt jetzt beim ersten Mal bestellen, könnt ihr 15% Rabattcode, kann ich euch durchgeben. Das wäre nämlich Box 15. Also ich schreibe euch das dann nochmal irgendwo hin oder unter die Infobox. Wenn ihr dann auf der Seite Box 15 als Rabattcode eingebt, dann kriegt ihr nochmal 15% Rabatt auf die erste Box. Und ich habe einen trockenen Hals. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Tee. Ja, das wäre dann halt die Coverbox. Ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Alternative zu den ganzen Beauty-Boxen, DM-Box, Pink-Box, was es alles gibt. Also ich kann davon irgendwie gar nichts mehr sehen und deswegen finde ich das eine ganz coole Alternative. Es gibt auch noch so Müsli-Boxen und so, was ich auch ganz cool finde. Und ja, aber ich mache euch spannend, ob ihr auch die Coverbox mal testet oder schon getestet habt. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und dann noch einen schönen Tag. Tschüss!